Damit hallo zu einer neuen Ausgabe Stardust ruft Terra, heute mit Folge 40, Aktion gegen Unbekannt von Clark Dalton. Bevor wir mit der Folge einsteigen, erstmal ein dickes Sorry, dass es so lange gedauert hat, bis es wieder weitergeht. Heute ist es endlich soweit. Die Folgen liegen schon ein bisschen länger hier vorbereitet, aber wie gesagt, ich habe ein bisschen ein Zeitproblem in der Vorweihnachtszeit, aber das soll uns jetzt nicht weiter stören. Wir steigen mal ein mit zwei Kommentaren, beide von Dietmar. Eigentlich sind es drei Kommentare, weil mittlerweile hat er mir auch noch eine Mail geschrieben, ob denn die 39 die letzte Folge von SRT ist, die aktuell verfügbar ist. Das ist richtig, bis heute, bis ihr das hört, dann gibt es schon Folge 40. Dietmar Malkuch kommentiert zu Folge 38 von Stardust ruft Terra. Sieber Vorstoß nach Archon. Dort steht drin, dass die Ganymed 840 Meter lang und 200 Meter im Durchmesser hat. Der stumpfe Bug wurde auf Terra auf einer Werft kegelförmig gestaltet und um 60 Meter verlängert. Vorher war es 780 Meter lang. Was in den Heften stand, habe ich auf die Schnelle nicht gelesen. Die ersten Besatzungsmitglieder waren Thora und Crest. So nach dem Motto, wehe, der Starttermin wird verschoben, der Roman bekommt von mir schwache 7 Punkte, der erste Teil bekommt alleine 8. Viele Grüße, Dietmar, Faktor 10 im Forum. Geht mal dahin, ist ganz nett da. Ja, das galaktische Forum und ich werden, glaube ich, keine Freunde mehr. Das ist aber, glaube ich, auch nicht schlimm. Was heißt keine Freunde mehr werden, ne? Das ist vielleicht ein bisschen spitz ausgedrückt. Ich krieg das im Jahr 2022 nicht mehr hin, mich mit einem Forum auseinanderzusetzen. Das tut mir echt leid, aber ich glaube, die Zeiten von mir und Foren sind endgültig vorbei. Aber hey, wer Spaß dran hat, Galaktisches Forum, super viel Wissen über die Serie, ne? Super viele kreative Leute, die sich da auch ausdrücken, aber leider halt in einer sehr antiquierten Art und Weise präsentiert. Also dort was zu finden ist quasi, meiner Meinung nach, quasi aussichtslos. Aber zweiter Kommentar von Dietmar zur Folge 39. Die Welt der drei Planeten, ein richtig gelungener Roman. Der Admiral Kenos hat die Terraner als gefährlich eingestuft und war damit eigentlich ein Gegner. Aber wie heißt es so schön, der Feind meines Feindes ist mein Freund. Und den Dazoltral war ja auch ergeben. Dass Archon aus drei Planeten besteht, war eine gelungene Überraschung und zeigte dem geneigten Leser, dass Archon etwas Besonderes war. Karl Herbert Scheer hatte einen fulminanten Roman geschrieben, Perry ist sich mal wieder treu geblieben, er wollte nicht mit der geklauten Stardust nach Archon fliegen, weil sich sowas nicht gehört. Sehr löblich. Stattdessen klaut er vor Ort das neueste und beste Schiff der Arkoniden. Er kann es einfach nicht lassen, dieser Langfinger der Galaxis. Eigentlich ein guter Untertitel anstatt Erbe des Universums. Der Langfinger der Galaxis ist ja auch sehr gut, ja. Stimmt, sorry. Weiter geht's. Kein Wunder, dass die Milchstraßenvölker damals ihr Hab und Gut versteckten, wenn Terraner in der Nähe waren. Mal was zu den angesprochenen SI, wie zum Beispiel S. S trat am Anfang nur selten auf, S agierte immer sehr zurückhaltend, von Superintelligenzen wurde noch nicht viel gesprochen. Und S war irgendwie auch in der Serie singulär. Erst ab Band 600 wurde dies anders. Und erst Volz ging dann in die Vollen und damit hatten und haben wir den Schlamassel. In den ersten 600 Bänden trat S eher wie der gute, strenge Onkel Bill auf, der seine Enkel in Anführungszeichen auf den richtigen Weg schubste. Ja, das sind so ja, Superintelligenzen, ne? Er ist am Anfang halt so ein Ding, ganz einfach, weil die meiner Meinung nach gerade am Anfang der Serie so ab, auf dem Punkt, wo wir jetzt gerade stehen, noch nicht ausreichend Volumen bekommen haben, noch nicht genug Text bekommen haben, um da irgendwas reinzudeuten. Ich glaube auch nicht, dass das zu dem Zeitpunkt in der Serie schon in irgendeiner Art und Weise festgestanden hat, was denn so eine Superintelligenz dann ist. Aber hey, heute geht es um Perry Rhodan Band 40, Aktion gegen Unbekannt. Wir steigen ein mit den Metadaten.
Wir reden über den Band 40 aus der Periroden Heftromanserie im Zyklus Die dritte Macht. Aktion gegen Unbekannt. Die Titan ist das gewaltigste Schlachtschiff im Universum. Und doch muss sie sich vor den Verfolgern verbergen. Autor ist Clark Dalton, Innenillus und Titelbild kommen von Johnny Brook. Erstmals erschienen ist das Heft im Jahr 1962. Unsere Hauptpersonen sind Perry Rodan, Reginald Bull, Tora Krest, Rast Shubai, Taku Kakuta, Hemur, Demesur und John Marshall. Der Handlungszeitraum ist der Juni 1984. Wir befinden uns auf Zalit. Das Heft ist unter anderem als E-Book erschienen im Silberband 6 und ist Teil des Leihbuch Nummer 17. Aktion gegen Unbekannt ist, glaube ich, das Heft, was ich in Summe am häufigsten gelesen habe, weil ich, glaube ich, drei oder viermal den sechsten Silberband angefangen habe, bis ich den mal endlich zu Ende gelesen habe. Und dementsprechend war ich ein bisschen überrascht, wie gut mir die Geschichte dann am Ende des Tages doch gefallen hat. Zu den Innenillustrationen möchte ich heute keine Worte verlieren. Wir kümmern uns direkt um das Titelbild. Und da haben wir zwei Soldaten der dritten Macht vor einem weißen Hintergrund. Das ist wieder so eine Situation, wo ich mir denke, Mensch, da hat der Johnny Brook einfach den Hintergrund ausgelassen oder, weiß ich nicht, mit Absicht ausgelassen oder hat da noch was gefehlt? War der Abgabetermin zu früh? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall haben wir so einen Blob, der da im Vordergrund ist, so ein Tentakelwesen, eine Art Qualle, was auch immer. Ja, das ist dann wohl dieser Unbekannt. Sehr, sehr cooles Titelbild auf jeden Fall. Sehr, sehr schön. Es hat einen direkten Handlungsbezug, das gefällt mir ganz gut. Aber es führt auch einen ganz wichtigen Aspekt der Serie ein, nämlich diese Kontrastellung von humanoiden, sauerstoffatmenden Wesen zu Methan- oder wasserstoffatmenden Wesen. Eben hier diese Unbekannten. Aber da gehen wir gleich noch genauer drauf ein. Kommen wir mal zur Handlung, beziehungsweise zu den neuen Personen. Das ist einmal Hemur und Demesur und Zenatz. Dahinter sind dann noch ein paar weitere, genauso wie der Zenatz, noch ein paar weitere Figuren, die halt nur angeschnitten werden. Der Hemur ist relativ wichtig und der Demesur. Der Demesur ist ein ehemaliger Admiral auf Zalit, der sich ja in der Herrschaftszeit der Moves an die Macht geputscht hat. Und Hemur und Zenatz sind dann dementsprechend seine Gehilfen. Die Handlung. Erstes Kapitel. Die Terraner aus unserer dritten Macht lernen die riesigen Anlagen des Raumschiffs Titan kennen. Das nimmt einen großen Teil von diesem Roman ein. Die Titan und die Ganymed stehen immer noch im ungefähr 3 Lichtjahre Entfernung zur Sonne Archon in M13 im Voga-System, in dem auch der Planet Zalit beheimatet ist. Und die Titan hat mittlerweile eine Besatzung von 700 Mann. Also wir haben hier ein bisschen einen Ausgleich. Wir erinnern uns, die Titan ist ja geflohen mit einer absoluten Randbesatzung, Notbesatzung und hat jetzt aus den Reihen der Ganymed-Besatzung eine 700 Mann starke Mannschaft zusammenbekommen. In einer Teambesprechung der wichtigsten Leute an Bord der Titan äußert sich der Perry Rodan jetzt endlich zu seinen weiteren Absichten, denn er stellt mal die Frage, ob man erneut versuchen soll, mit dem Robotgehirn zu einer Einigung zu kommen oder ob man zur Erde zu heimkehren soll. Der Perry beschließt schlussendlich, dass er weiterhin einem Plan folgen möchte, um eine Verständigung, eine Art der Kommunikation mit dem großen Imperium zu erreichen und halt weiter in M13 zu operieren. In den Zalitern, der sich als vielversprechende und sehr dynamische Arkonidenabkömmlinge als viel bessere Personen oder Menschen oder Arkoniden erweisen oder erscheinen, um dieses Imperium zu steuern und halt die Rolle der Arkoniden einzunehmen. Und in denen sieht dann der Perry auch potenzielle Verbündete der Terraner im Kampf gegen das Robotgehirn, beziehungsweise in der Auseinandersetzung. Es ist ja kein echter Kampf, es ist ja eher eine Auseinandersetzung mit dem Robotgehirn der Arkoniden. Und als die Titan mit einer Art Zugstrahl aus dem Voga-System gezogen wird, unterbricht Perry diese Besprechung. Und dies liegt dann an einem geheimen Aggregat. Das ist eigentlich eine coole Idee, dass dieses Robotgehirn so eine Steuerautomatik in den Schiffen eingebracht hat, die, wenn sie getroffen werden von einem meandernden Traktorstrahl von Archon aus, dass sie eben diese Aggregate anschaltet und dieses Schiff dann in diesen Traktorstrahl lenkt, um zurück zur Sonne Archon zu fliegen bzw. zum Imperium. Dieses Aggregat kann dann mit Glück bzw. nur mit Mutanten ausgeschaltet werden, weil das so gut verkapselt ist im Schiff, dass man mehrere Tage Schweißarbeiten hinter sich hätte bringen müssen, um an dieses Aggregat ranzukommen. Und der Guki, die Anne Sloan und der Wurio Sengu schaffen es schlussendlich, dieses weitere Sicherungsaggregat auszuschalten. Zweites Kapitel.
Die Ausbildung der Mannschaft geht nach dieser Episode noch weiter, bis man, ja, bis sich aus diesem Woga-System, bei dem man steht, ein Raumschiff nähert. Und mittels der Fähigkeiten von Cookie und Ralph Martin versucht man nunmehr herauszufinden, um wen es sich da handelt. Durch telepathische Verbindung erkennt dann schlussendlich der Ilt, also unser lieber Cookie, die Andersartigkeit der eines überlagernden Gedankenimpulses. Also der findet jetzt kein Individuum, was nachdenkt, sondern der findet das Individuum, macht aber aus, dass es da irgendwie eine überlagernde, eine telepathische Sendung gibt. Und diesen Impuls kann er eben nicht weiter zuordnen und kann sich das nicht erklären, worum es sich dabei handelt. Und jetzt kommt eine Episode im Roman, wo man versucht herauszufinden, was es jetzt mit diesem seltsamen Gedankenimpuls, der alles andere überlagert, auf sich hat. Das ist ganz spannend gemacht, finde ich. Und diese Fremden beginnen dann halt auch telepathisch nach Cookie zu tasten. Also die nehmen den auch wahr, als er sie versucht zu erfassen. Und diese Abtastung bemerkt jetzt eben auch der Cookie. Und als der Ralph Martin, dieser Teleoptiker heißt er, glaube ich, also der kann sich ja in die visuelle Wahrnehmung eines Geschöpfs einklinken und Fernsicht betreiben sozusagen. Und der Ralph Martin wird jetzt von diesem Überwesen, von diesem übergeordneten Gedankenimpuls angelockt und nimmt dessen Perspektive in diesem Schiff ein und sieht natürlich relativ wenig. Womit das zu tun hat, werden wir gleich sehen. Er nimmt eine Art Aquarium wahr, das dieses Wesen umgibt und versucht jetzt daraus schlau zu werden und macht natürlich damit gleich die Verwirrung perfekt. Und diese Suche nach diesem fremden Wesen oder nach dieser fremden Entität wird jetzt an der Stelle kurz abgebunden, denn jetzt kommt man in Kommunikation mit dem Kommandanten des sich nähernden Schiffs und der funkt die Titan an und bittet, an Bord kommen zu dürfen. Das fremde Schiff dockt dazu an die Titan an, Rast Shubai sowie Tako Kakuta bekommen den Einsatzbefehl, auf das fremde Schiff zu gehen und herauszufinden, was dort eigentlich Phase ist. Und dabei ist es Rast Shubai, der am Ende des Tages den ersten Kontakt mit diesen Monstren erhält. Ne? Mehr durch Zufall teleportiert er nämlich im zweiten Schritt an genau die richtige Stelle, wo er dieses riesige Aquarium in einer Art Aussichtsplattform in dem fremden Raumschiff findet und dann dort das erste Mal Kontakt mit den Moves hat. Und diese werden im Roman wie folgt beschrieben und hier im Zitat. Das Wesen war knapp 1,5 Meter hoch und fast 1 Meter breit, etwa kreisrund und erinnerte an eine Riesenqualle. Ganz unten erkannte Rass eine unbestimmbare Anzahl kurzer Stummelfüße, die genauso schwabbelig wie der ganze Körper wirkten. Gekrönt wurde das Ganze von einem kugelrunden Kopf, der genau auf der Mitte des Puddings saß. Knopfartige Augen starrten ihn kalt und böse an. An der Stelle muss man sagen, da geizt die frühe Serie ja relativ wenig damit, dass man nicht humanoide Spezies direkt als böse betitelt. Hier, die knopfartigen Augen starrten ihn kalt und böse an. Also man weiß ganz genau, um welchen Antagonisten man jetzt hier gegenübersteht. Und diese Vorstellung zu brechen, dafür braucht die Serie jetzt noch ein, zwei Hefte. Die kommt aber. Ne? Und zwischen den beiden entspinnt sich jetzt eine telepathische Unterhaltung. Und erst als der Rass sich gegen diese telepathische Aushorchung, die jetzt hier eigentlich stattfindet, schützt, kommt es zum Dialog. Denn das ist der Moment, wo der Moff anfängt nachzufragen. Und darüber findet der Rass eben auch heraus, dass diese Wesen fähige Suggestoren und Hypnos sind. Und mit letzter Kraft kann sich der Rast Shubai in Not retten. Und nachdem bereits Tako Kakuta wieder zur Titan fliehen musste, weil den seine Mission ist komplett schiefgegangen, schafft er es eben auch zurück auf das terranische Schiff. Der Rast Shubai materialisiert dabei genau in einer Unterredung zwischen Peri Rodan und den fremden zalitischen Kommandanten, also das ist so ein direkter Übergang zwischen diesen beiden Szenen, wo wir jetzt in den Kapitelwechsel einsteigen. Drittes Kapitel. Hemur stellt sich bei Peri Rodan als der Kommandant des fremden Schiffes vor und als Unterhändler des sogenannten Zalt, des Herrschers von Zalit, nämlich dem akonidischen Vizeimperator, also der Herrscher von Zalt, oder der Zalt, also der Herrscher von Zalit, so rum, ist immer der akonidische Vizeimperator und damit eigentlich dem Buch nach treu zum Imperium. Und dieser Hemur lädt die Terraner auf seine Heimatwelt Zalit ein und dort wird der Terraner von Admiral Demeso in der Hauptstadt Taknor empfangen. Super schön, dass man hier
schon so früh in der Serie jetzt wieder einen neuen Planeten bekommt. Ich meine, das ist immer so eine geile Sache bei Perry Rhodan, dass man immer einen neuen Planeten bekommt, aber der Planet trotzdem plastisch wirkt, weil halt so eine Hauptstadt einen Namen bekommt, Kontinente einen Namen bekommt. Ganz oft hat man es in Science-Fiction-Serien oder Romanen oder Filmen oder sowas, dass das halt überhaupt ausgespart wird, welche Namen das jetzt hat. Und hier finde ich es auch schön, dass das alles so ein bisschen zueinander passt. Und da der Perry schon vermutet, dass die Zaliter wissen, was mit der Titan ist und wer Perry Rhodan ist, fragt er jetzt hin, klar vor den Kopf weg, warum denn die Zaliter nicht auf die Befehle des Robotregenten der Arkoniten hören. Und der, sein Gegenüber, ist sich deswegen aber noch nicht ganz sicher, warum und wieso, und er verweigert jetzt erstmal eine Auskunft. Und da die Einladung von einer eindeutigen Drohung mit 200 Kriegsschiffen im Anflug untermalt wird, willigt der Perry schließlich ein, sich anzuhören, was der Zalt denn wirklich zu sagen hat. Und als Hemur dann die Titan verlassen hat, beginnt der Rastschubai seinen Bericht, und gefolgt von den telepathischen Wahrnehmungen von Hemur, die John Marshall aufgefasst hat. Und die Telepathen bestätigen, dass der Zalt Umsturzpläne gegen das Imperium bzw. den Robotregenten pflegt, er aber anscheinend ehrlich darauf baut, dass der Perry Rhodan ihn unterstützt. Und da man nun weiß, dass diese Moves auf Zalit existieren und man sich deren Fähigkeiten bewusst ist, weiß man auch, dass man sehr, sehr vorsichtig vorgehen muss, um jetzt hier nicht in irgendein Fettnäpfchen reinzutreten und direkt zum Geisel des nächsten Machthabers zu werden. Und zu diesem Zeitpunkt vermuten die Terraner hinter den fremden Tieren aber noch einfache Talismane oder so eine Art Haustiere der Besatzungen. Und als diese fremde Flotte, diese Heimatflotte der Zaliter, diese 200 Raumschiffe, mit denen Hemur droht, der Titan nahe kommen, bemerkt der Guki, dass auf jedem dieser Schiff eine der Moves ist. Die Titan landet dann auch auf dem Raumhafen von Taknur, weil man ist natürlich aussichtslos, sich da zu befreien, und man möchte nicht fliehen, man möchte diese Konfrontation auch. Und gemeinsam mit Perry gehen Crest, Bully und John Marshall auf Landgang zum Zalt. Auf dem Hof des Palastes begegnen sie erneut einem Move, der da einfach postiert ist, um die ankommenden Wesen, Menschen, Arkoniden, was auch immer, kurz telepathisch abzutasten und ihnen den Willen aufzusuggerieren, ihre Waffen abzulegen. Die Terraner gehen natürlich nicht ohne Waffen von ihrem Schiff, und der Perry muss den Bulli dann einbremsen, damit er nicht seine Waffe zieht und da zurücklässt. Und jetzt verändert sich so ein bisschen die Wahrnehmung der Terraner über die Moves, die sie jetzt nicht mehr nur als Haustiere sehen, sondern als eine Art telepathische Wachhunde, beziehungsweise, ja, man möchte jetzt hier mein Nutztiere von den Zalitern, was natürlich falscher nicht sein könnte. Jetzt kommt es endlich zur Aussprache zwischen Perry Rhodan und dem Zalt, und der Zalt gesteht ungeniert, dass man eben diese Umsturzpläne gegen den Imperator oder gegen den Robotregent des Arkonidischen Imperiums oder des Reiches innehat und verfolgt. Und diese Offenheit stößt bei Perry ja ein bisschen sauer auf. Also der kann damit nichts anfangen. Warum erzählt er jetzt einem wild dahergelaufenen Raumfahrer, dass diese Welt sich gegen das Imperium verschworen hat? Und im Austausch für eine sichere Operationsbasis auf Zalit verlangt der Zalt dann aber auch Kenntnisse darüber, wie der Perry geschafft hat, diesen äußeren Schutz des Archon-Systems in M13 zu durchstoßen, weil er eben diese Umsturzpläne hat. Also dieser Zalt beabsichtigt, seine Kräfte in das Archon-System zu bringen, unter Umgehung dieser Schutzmaßnahmen, dieser Raumstationen, die da eben Archon schützen. Da das ja damals mit einem Fiktiv-Materie-Transmitter passiert ist, ist diese Methode für die Zaliter natürlich nicht reproduzierbar. Also der Perry hat sozusagen nichts, womit er handeln kann. Außer er verrät jetzt seine eigenen Geheimnisse, und das möchte er nicht. Der Perry bekommt eine Bedenkzeit von 2 Zalit-Tagen, um sich zu überlegen, ob er im Namen der Menschheit auf diesen Handel eingehen möchte. Und er und seine Leute, ja, werden jetzt zurück zur Titan komplimentiert, beziehungsweise ja, ein bisschen dort eingesperrt. Und zurück auf der Titan erkennt man dann durch die Belehrung von Guki endlich, dass die Moves die eigentlichen Herren über Zalit sind. Der hat nämlich mittlerweile herausgefunden, dass die gesamte Bevölkerung von Zalit unter suggestiver Kontrolle der Moves stehen. Und diese Moves haben ihm auch den Demesor nach seinem Putsch
gegen den ehemaligen Zart als Marionette installiert und der ist ja deren Handpuppe. Möchte man echt so meinen. Der Perry beschließt in diesem Fall, aber halt nur in diesem einzelnen Fall, vorerst, sich auf die Seite des Robotgehirns oder des Robotregenten, ich nenne ihn jetzt einfach Robotregent, ist mir einfach zu blöde, da diese Serie sich an der Stelle noch nicht so richtig sicher ist, wie sie das Ding jetzt nennen soll. Ich nenne es Robotregent. Nägel mit Köpfen, Freunde. Zu stellen, ne? Also man stellt sich jetzt auf die Seite des Robotregenten und die Moves zu bekämpfen, um das Volk von Zalit wieder zu befreien. Und damit ist die Rückkehr zur Erde erstmal vom Tisch und jetzt entspinnt sich dieser Plot anhand der Moves, was uns auch über die nächsten Hefte am Ende des Tages bis Band 49 trägt. Viertes Kapitel. Der Perry besucht den Demeso direkt am Folgetag erneut und bietet eine gemeinsame Aktion gegen das Imperium an. Der erbittet sich noch ein paar Wochen Zeit, um seine Mannschaft fertig auszubilden und konfrontiert dann aber auch den Zart mit den Moves. Und der er ihn mit Lügen abspeist, also der Zart lügt ihm ins Gesicht, verhängt sich oder verhärtet sich Perrys Wille, dagegen etwas zu unternehmen. Und ein Besuch des Zarts an Bord der Titan wird dann noch abgesprochen, mehr so eine Inspektionsreise, also so ein gegenseitiger Austausch. Es ist aber ganz klar, dass es hier so eine, ja, schon eine Gebärde der Überlegenheit sein soll vom Zart. Jetzt startet eine Kommandoaktion der Mutanten, vor allen Dingen Guki und Tama Yukida, die jetzt hier geplant und ausgeführt wird oder begonnen wird, diese Moves auszuschalten. Und dazu sollen eben die Behälter der Wesen durch den Materiewandler Yukida, der ist jetzt nicht bloß Telekinet, sondern er ist jetzt auch Materiewandler, leckgeschlagen werden. Damit soll die Methanatmosphäre aus diesen Becken ausströmen und die Moves versterben. Und während der Perry mit André Noir und John Marshall eine Widerstandsbewegung inszenieren bzw. erst möglich machen so richtig, startet die Aktion gegen die Moves, bei denen Guki und Tama Yukida eben von den Herren der Moves erfahren. Es ist jetzt also nicht so, als wären die Moves das Exekutiv- und das Steuerorgan gegen Zalit, sondern diese Moves dienen irgendeinem Herren, der aber hier noch komplett ungenannt bleibt. Also wir wissen nicht, wer hinter den Moves steht. Und was ihre Beweggründe am Ende des Tages sind und was sie beabsichtigen zu tun, bleibt unbekannt. Und es bleibt auch das ganze restliche Heft unbekannt. An der Stelle geht jetzt noch zum Abschluss des vierten Kapitels eine verschlüsselte Warnung an Daringhouse raus auf der Erde, um vorzuwarnen, dass man jetzt weiter in dieses Archon-Reich eindringt, man noch weiter dort bleibt, aber halt auch gefährliche Aktionen startet. Fünftes Kapitel. Rogal, das ist so eine Art Anführer der Widerstandsbewegung auf Zalit, bekommt Besuch von John Marshall. So ganz klassische Bierhalle, so kommt das zumindest in meinem Kopf vor. Und dort treffen sich eben Zaliter, die aufgrund ihrer körperlichen Eigenschaften bzw. genetischen Andersartigkeit von anderen Zalitern immun sind gegen diese Suggestion der Moves. Und dieser Marshall beginnt jetzt so sachte Kontakt mit denen zu schließen. Und er bietet denen an, diese Widerstandszellen, die überall auf dem Planeten existieren, zu vernetzen und eine Kommunikation möglich zu machen. Der Perry erhält die Nachricht von Terra, also der Daringhouse meldet sich natürlich auch zurück, dass zu Hause erstens alles in Butter ist und niemand angreift. Das ist schon mal gut. Und die Vermutung, dass es dem Robotregent die Position der Erde bereits bekannt ist, bestätigt sich glücklicherweise nicht. Und da beide Arkoniden fest davon ausgehen, dass sonst eine Flotte bereits nach Terra unterwegs gewesen wäre, um sie zu vernichten, ist man jetzt hier echt erleichtert, dass man nochmal mit einer heilen Haut davon gekommen ist. Es gibt dann eine zuckersüße, aber auch sehr erwachsene Stelle zwischen, oder Textstelle, Dialog, Aussprache, wie man es auch immer nennen möchte, zwischen Tora und Perry, in der die Arkoniden eingesteht, dass sie ihre Zukunft als Terranerin sieht und eben nicht als Arkoniden. Das ist ein schöner Moment, weil sie wird dann so gefragt, ich meine, es ist jetzt nicht so, dass sie das definitiv so sagt, wie ich es jetzt hier ausdrücke, aber was implementiert wird, ist schon ganz klar seitens Clark Dalton. Jetzt kommt es noch kurz zu der Diskussion, ob die Tora sich jetzt nur dem Perry Rodan anbiedert, damit er ihr den Weg zur Unsterblichkeit ermöglicht oder sie sich das erschleichen kann. Wird jetzt hier so ein bisschen laut, aber so wie ich den Text lese, kann sie das halt schon wirksam widerlegen und schon, für mich kommt da schon das Gefühl rüber, dass die Tora sich als Terranerin fühlt. Ich würde mal gerne hören, was ihr da so dazu zu sagen habt, ob die Tora an der Stelle schon den richtigen Schritt zur vollwertigen Terranerin gemacht hat oder wie ihr diese Textstelle lest. Das würde mich wirklich mal interessieren. Gerade vielleicht auch, wenn ihr die Silberbände gelesen habt, die ja an der Stelle ein bisschen weichgespült sind, das muss man sagen. Da kommen wir aber gleich im Fazit dazu. Nach 2 Wochen
Also hier haben wir jetzt einen kleinen Zeitsprung im Roman. Meldet der Cookie die Vernichtung der Morphs auf Zarlith? Also de facto sind alle Morphs auf dem Planeten ausgeschaltet. Und Marshall meldet, dass sich diese Widerstandsgruppen vereinigt haben und gemeinsam gegen diesen verhassten Zarlith vorgehen, also diesen Demesor, diesen Putschisten, diesen Usurpator, wie man ihn nennen möchte, vorgehen wollen, ihn töten wollen und eben halt auch eine legitime Nachfolgeregierung zum ehemaligen Zarlith aufbauen wollen. Sechstes Kapitel. Und damit auch letztes Kapitel, großes Finale für dieses Heft. Und Perry, der jetzt hier gegenüber dem Demesor immer noch die Geheimnisse verweigert, wie er diesen Abwehrkordon, der um Arkon aufgebaut ist, passieren konnte, bekommt jetzt die Nachricht, dass ein Botschafter von Arkon unterwegs ist, um die Vermutung zu untersuchen, die Titanen können in diese Richtung geflohen sein. Das ist so ein abgekadertes Spiel, um Druck auszuüben. Aber wir haben jetzt hier ein großes Fest wird veranstaltet vom Zarlith und daran nimmt auch Perry auf Einladung des Zarliths teil. Und der ist jetzt in einer echten Zwickmühle. Denn auf der einen Seite will er natürlich der Widerstandsgruppe helfen, diese Morphs wegzuschaffen, auszuschalten und diese von den Morphs gestützte Regierung auch aus dem Amt zu drängen. Auf der anderen Seite kann er sich aber auch nicht mit dem arkonidischen Gesandten verscherzen. Das heißt, der Perry ist jetzt hier gezwungen, gegen die Widerstandsbewegung, die er erst ermöglicht hat, effektiv wieder vorzugehen. Und an diesem Fest nimmt jetzt Perry Rhoden, die beiden Arkoniden, das heißt Crest und Thora, Dr. Haggard, John Marshall, Rast Chubai, André Noir teil. Und auf dem Weg zum Palast entspinnt sich jetzt noch so ein geheimes Gespräch in einem zweiten Wagen zwischen Crest und Haggard. Und das finden wir in den folgenden Heften immer mal wieder, dass diese Arkoniden mit diesem Trauma spielen oder über dieses Trauma sprechen, was diese verwehrte Unsterblichkeit angeht. Und hier spricht der Crest gegenüber dem Haggard an, dass man doch die medizinischen Möglichkeiten oder die technischen Möglichkeiten zur Unsterblichkeit ausloten muss in Forschung und dass der Crest fragt den Haggard nach seiner Meinung, ob das denn möglich ist, diese medizinische Unsterblichkeit zu erreichen. Das alles fußt auf dieser Begegnung von Sergeant Hanahan mit Hano auf einem Mond im Tatlira-System, der ja anscheinend auch auf eine Art und Weise Unsterblichkeit erreicht hat oder extreme Langlebigkeit. Der Haggard schließt das jetzt nicht komplett aus, darauf ist der Crest auch hoffnungsvoller, aber es kommt hier nicht zu einem definitiven Abschluss dieses Themas und dieses Thema wird uns auch weiterhin begleiten. Wir befinden uns dann auch anschließend direkt auf dem Fest und hier finden sich die Terraner schnell in einem Angriff der Rebellen wieder, die während dieses Festes diese Veranstaltung angreifen, um dort den Zarlith Demesor zu töten. Und das ist auch klipp und klar so gesagt, die gehen dahin, um ein Attentat auszuführen. Und damit Perry an die Hintermänner der Morphs herankommen kann, muss er jetzt verhindern, dass dieses Attentat ausgeführt wird. Denn jetzt nur diesen Planeten zu befreien, ist natürlich die eine Sache, aber diese Morphs kommen ja irgendwo her, die werden ja irgendwie auf dem Planeten geschafft. Und er versucht jetzt, auf der einen Seite diese Widerstandsgruppe zu besänftigen und auf der anderen Seite diese Spur der Morphs und deren Hintermänner weiter zu verfolgen. Da er dieses Attentat jetzt verhindern muss, trifft er auch auf diesen Anführer Rogal. Und dieser Rogal soll eben dieses Attentat ausführen und gemeinsam mit André Noir, der ja auch Suggestor ist, versucht er jetzt diesem Kerl das auszureden. Und nachdem der Hypno diese Aktion gegen den Willen von Rogal beendet, lesen wir, wie ein Transport startet, um neue Morphs ins Rogal-System zu holen. Wow. Die Lieferung erreicht diesen Planeten und die Unbekannten strecken erneut ihre Hand nach Zarlith aus. Der Roman endet dann auch wieder mal mit dieser ominösen Alarmübung, bei der auch Bully endlich mal ins Schwitzen kommt. Denn sonst war es nämlich eigentlich immer der Bully, der die anderen durch das Schiff gejagt hat. Ziel dieser Ausbildung ist halt damit, oder dass die Mannschaft dieses Schiff kennenlernt und jede Ecke auswendig kennt. Also, der Hypno beendet den ersten Angriff von Rogal nach dem Willen von Perry Rhoden, nachdem er gescheitert ist, diesen Menschen oder Arkoniden zu überzeugen. Das finde ich eine ganz, ganz wichtige Nummer, weil sonst ist es immer der Perry Rhoden, der dann auf den Tisch haut und seine schwache Suggestionsgabe anwendet, um andere zu überzeugen. Das funktioniert eben hier nicht. Ja, dieser Roman endet also in einem halben Finale, da der Perry eben verhinderter Attentäter wird oder verhinderter Hilfesteller, da er hier noch weiter nachforschen muss, was denn die Hintergründe der Morphs sind. Kommen wir mal zum Fazit des Romans.
Das gesamte Raumschiff, da gibt es am Anfang eine Textstelle, also das gesamte Raumschiff der Titan scheint durch Kameras überwacht zu werden. Auch die Toiletten, was heutzutage ein bisschen eine komische Vorstellung ist, dass man immer alle irgendwo finden kann. Würde mich mal interessieren, wie die sich das vorgestellt haben, wenn man das auf Röhrenmonitoren darstellen möchte, wie das so sein soll, wie groß diese Halle ist, um diese ganzen Monitore aufzuhängen. Sehr, sehr spannend. Die Analyse von Perry finde ich sehr, sehr treffend über den Zustand des Arkonidischen Imperiums und eben, dass dieses Robotgehirn die beiden Dazoltrals als Raumschiffkommandanten anerkennt, sie aber nicht wieder wirklich in die Gesellschaft aufnimmt. Und da zeigt sich, wie verzweifelt dieses Robotgehirn auf Personalsuche ist, um überhaupt Raumschiffe zu bemannen oder eben nur die Kommandanten von Raumschiffen zu bemannen, um jetzt Nats zu führen oder irgendwelche Kolonie-Arkoniden. Ganz, ganz tolle Idee, schöne Beobachtung im Roman. Ne? Ich meine, die sind Verstoßene, die sind eigentlich persona non grata im Imperium, aber als Raumschiffkommandanten sind sie immer noch gut genug, weil einfach keine anderen da sind. Dann gibt es noch eine recht prätentiöse Bewertung der Zaliter durch Perry Rhodan und hier ein kleines Zitat. Die Zaliter denken in provinziellen Begriffen. Ich weiß nicht, ob sie kosmisch denken lernen können. Sie sehen nur ihren eigenen Vorteil, wenn sie das Imperium regieren wollen. Der wirft also diesen Zalitern vor, zu kleingeistig zu sein, um so ein riesiges arkonidisches Imperium zu verwalten. Er selber scheint das ja doch schon in sich zu sehen und scheint da doch die Möglichkeit zu sehen, dass die Terraner diese Rolle spielen könnten. Mal schauen, was daraus wird. Spannend. Dass Thora diesen Moves anscheinend bereits bekannt war oder sie mal davon gehört haben will, das aber dem sonst so allwissenden und ja sich eigentlich an alles erinnern könnenden Crest aber vollkommen unbekannt sind, das ja wirkt ein bisschen komisch. Wenn man sich da an die anderen Situationen erinnert, wo es halt immer ganz genau andersrum gewesen ist, dass irgendwie alle nie so richtig wussten, womit man es jetzt zu tun hat und dann ist der Crest um die Ecke gekommen und hat und gesagt, ja, das ist doch so und so. Das finde ich hier ein bisschen befremdlich, das hat mich ein bisschen gestört, muss ich sagen. Dass der Doktor herausgefunden hat, dass diese Befüllung der Moff-Container hauptsächlich aus Metallen besteht, das hat mir jetzt schon so ein bisschen eine Gänsehaut den Rücken hoch und runter gejagt, weil als Perry Rhodan-Leser, gerade bei Neo, da ist dieses Methanatmer-Thema ja auch noch so ein Ding. Und wenn man jetzt Atlantis gelesen hat zu derselben Zeit oder so ein bisschen andere Stellen in der Serie, dann hat man schon Bock auf dieses Methanatmer, Wasserstoffatmer versus Terraner Ding, dieser ganze Kampf, diese Methankriege in Andromeda, das sind so ein großes Ding für mich, wo ich halt noch nichts Wirkliches gelesen habe von diesem Referenzpunkt. Und trotzdem hat es jetzt aber bei mir hier schon so eine Gänsehaut ausgelöst. Also ich habe richtig, richtig Bock, dagegen diese Geschichte rund um die Terraner und die Methanatmer zu lesen. Dass Tamaku Yukida aber auf einmal zum Alchemisten wird, nämlich zum Beispiel Stein in Gold verwandeln kann, ist dann schon ein bisschen komisch. Ich weiß gar nicht, ob das nochmal in der Serie auftaucht. Soweit wie ich gelesen habe, noch nicht. Dass er eben diese spezielle Fähigkeit hat, dass er Stoffe verändern kann, sodass eben diese Container leckschlagen. Ich verstehe auch nicht, warum er da so umständlich vorgegangen ist und da nicht einfach, keine Ahnung, Bohrer genommen hat oder sowas. Ich meine, die Viecher können sich ja nicht wehren. Ne? Die Mutanten sind ja geschützt dagegen von Natur aus. Die sind auch hypnogeschult, dass sie sich schützen können. Ja, seltsam. Jetzt brauche ich nochmal die Hilfe der Siba-Leser, also der Silberbandleser. War es denn im Silberband 6 nicht so, dass die Moves nur temporär ausgeschaltet worden sind und hier, also nicht wie hier in der Heftvorlage getötet worden sind? Könnt ihr mir da mal bitte helfen, ob das wirklich so gewesen ist oder ob ich mich jetzt an was Falsches erinnere? Weil das ist halt der Moment, wo es ein bisschen in Anführungszeichen weichgespült wirkt, weil Perry ja auch hier schon so ist, dass er sagt, ey, ich töte nur im Notfall oder ich töte nur im Ausnahmefall. Aber hier halt eiskalt diese ganze Population der Moves auslöscht. Und oh mein Gott, es gibt eine Stelle, da isst Gookie Fleisch in diesem Roman. Wow. Dass Rogal dagegen als Anführer der Rebellen, ne, derart von Perry Rhodan eingenommen wird. Beim ersten Treffen ist wieder so ein Moment der frühen Seriengeschichte. Umso schöner, dass es halt am Ende nicht klappt und der Hypno eingreifen muss. Ganz nett. Diese Gags mit Bully und Gookie sind schon nett, aber so gerade in diesem Heft sind sie mir ein bisschen zu häufig vorgekommen und wirken auch zu häufig bemüht. Kann jetzt natürlich sein, dass es ein bisschen mit den 60 Jahren dazwischen zu tun hat, aber ja,
Dasselbe gilt auch für diese Alarmübung. Das ist immer so ein Running Gag im Heft, der halt auf den 60 Seiten, keine Ahnung, lass den 2-3 Mal vorkommen, ne? Aber irgendwann ist es halt abgedroschen. Dass das halt am Ende nochmal so ins Gegenteil verkehrt wird, ist nett. Ist aber halt auch schon 100 Mal gesehen, 100 Mal gelesen. Kommen wir mal zur Wertung. Das ist ein tolles Heft, ein wirklich, wirklich tolles Heft. Fast ein perfektes Heft. Es gibt ein paar Ecken und Kanten, an denen ich mich so ein bisschen reibe. Und ein Punkt wird leider schon mal abgezogen, weil das Heft irgendwie kein Ende hat. So, das hat keinen Höhepunkt. Ich verstehe auch nicht, warum nach diesem Höhepunkt mit Rogal, da hätte man auch so ein bisschen das Ergebnis offen lassen können. Geht der Rogal jetzt in dieses Attentat oder hört er auf Perry und den Hypno? Das hätte man offen lassen können, hätte so ein offenes Ende, was für mich ein bisschen spannender gewesen ist, als dass dieser Roman durch diese letzte Alarmübung, durch diesen letzten Gag mit Bully so abgeschmögelt am Ende wirkt. Ne? Deswegen, ja, gibt es da vielleicht noch einen Punktabzug? Ich komme am Ende des Tages trotzdem auf eine fantastische 8 von 10 und ich hatte hier richtig, richtig viel Spaß beim Lesen. Ich muss sagen, es hat sich besser angefühlt als der Auftakt zum 6. Silberband. Das Ding hier ist wirklich schon cool. Und man geht dann automatisch, wenn man so ein Heft oder so ein Silberband ein bisschen häufiger in der Hand hatte oder mal gelesen hatte, geht man dann direkt auf die Spurensuche. Okay, was ist jetzt hier anders? Was hat der William Wolz hier verändert? Wie gesagt, macht mir super Spaß beim Lesen. Ihr könnt mich natürlich auch gerne noch auf weitere Änderungen hinweisen. Wenn ihr das tun möchtet, könnt ihr das über die Kommentarfunktion auf unserer Seite tun. Ihr könnt mir eine Mail schreiben an info@weltendieb.com oder Stardust ruft terra@weltendieb.com. Und ihr findet auf jeden Fall einen Weg, mich zu erreichen. Das geht natürlich auch über die sozialen Medien, Facebook, Twitter, Instagram, auch über das Galaktische Forum. Da schaue ich aber nur sehr sporadisch rein. Es gibt eine tolle Aktion, die wir gemeinsam mit der Redaktion gestartet haben. Das sind unsere Pax Terra Sticker. Um ein bisschen ein positives Zeichen zu setzen, gibt es die Podcast exklusiv. Wenn ihr da einen haben wollt, schickt mir eine Mail an info@weltendieb.com. Alles klar, ich glaube, ich habe genug gesagt zu diesem Heft. 8 von 10, fantastisch. Und wir sind alle gespannt, wie es mit der Geschichte rund um die Moos weitergeht. Ich bin Chris, das ist Stardust ruft Terra und wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao.